Boah, Junge, Alter, Schwede, was ist das für eine Maschine, Bruder? Ja, U20 Nationalmannschaft Syrien. U20 Nationalmannschaft Syrien. Ja. Hey! Jawohl, Junge! Weißt du, ich meine? Bravo. Okay, doch. Der war gut, ja. Der Sven Hübscher war damals auf Schalke sogar bei mir als Trainer. Neues YouTube-Video, Freunde. Mein Name ist Dia und mein Traum war es immer, Fußballprofi zu werden. Ich glaube, das ist der Traum von Millionen von euch da draußen. Ich habe jetzt ein Format gemacht, beziehungsweise es ist jetzt ein neues Format, wo ich jedem von euch die Möglichkeit geben möchte, diesen Weg zu gehen. Da an dieser Stelle nochmal Props an meinen Bruder Nahim. Ich habe das gesehen, was er gemacht hat und ich wollte einfach nochmal 5-6 Schritte weitergehen. Und zwar werden wir hier Spieler einladen. Hinter mir seht ihr schon ein paar Jungs, die da sind. Einer von ihnen ist schon bei einem Leistungszentrum und bei einer Profimannschaft. 6 weitere eben nicht. Wir, die Jury, müssen entscheiden, wer nicht in einem Leistungszentrum spielt. Der Beste von denjenigen, der nicht in einem Leistungszentrum spielt, bekommt von uns die Möglichkeit, bei einer professionellen Mannschaft, bei einer Profimannschaft mitzutrainieren. Und diesen Weg begleiten wir dann mit euch. Ich habe mich ja gerade vorgestellt, Dia, Fußball-Creator in der Jury. Und jetzt kommen wir zu den wichtigen Leuten. Hallo Leute, das ist Ayrton Goncalves, Ayrton Kugelblitz. Ja, freue mich, dass ihr heute hier mit den jungen Leuten analysiert, welche von diesen Jungen muss weiter nach vorne. Das ist nicht so einfach, das ist so schwer. Aber ich hoffe, dass später wir Team muss eine Entscheidung von einem von diesen Jungen weitermachen. Hallo, Charles Zaynoglu mein Name. Habe eine eigene Fußballschule, Soccer Academy Germany. Habe in den letzten Jahren einige Fußballprofis rausgebracht und hoffe natürlich, dass ich es heute mit unserem Team hier hinkriege, den NLZ-Spieler rauszusuchen. Habe als Scout auch im Nachwuchsleistungszentrum gearbeitet und ja, freue mich, dass ich hier sein darf und ich gebe mal weiter. Viel Erfolg, Jungs. Hi, mein Name ist Tim Helcher, ehemaliger Fußballprofi, habe knapp 200 Profispiele unter anderem in Holland, in Dänemark und auch in Deutschland bestritten. Ja, wie die anderen schon gesagt haben gerade, wir freuen uns hier zu sein und wir hoffen, dass wir als Team gute Entscheidungen treffen können. Hi, mein Name ist Yılmaz Karadaş, ich bin 18 Jahre alt und spiele bei der U19 von Borussia Mönchengladbach. Mein Name ist Can Mustafa, ich bin 18 Jahre alt und spiele in der U19 von Bayer Leverkusen. Servus, ich bin der Tammy, bin 2003er, 20 Jahre alt und spiele aktuell beim VfB Stuttgart in der U21. Hi, my name is Christian, I'm 20 years old and I play for Frankfurt. Hallo, ich bin Jonas Seim, ich bin 19 Jahre alt und spiele in der U19 von MSV Duisburg. Hi, ich bin Shah Muskara, bin 19 Jahre alt und spiele für die U19 von Union Berlin. Mein Name ist Ami Amadi, ich bin 19 Jahre alt, U19-Spieler bei PSV Eindhoven. Nur vom Optischen hätte ich jetzt gesagt, unser Mann aus Eintracht Frankfurt, er sieht aus vom Optischen her wie ein Eintracht Frankfurt U19-Spieler, oder? Ja. Gehe ich mit dir mit. Also er könnte es sein. Was ich sagt, der Kollege neben ihm könnte es auch sein. Er sieht aus auf jeden Fall, als wenn er von aus Süddeutschland kommt. Ja, so, ne? Ja. Er sieht so aus wie ein Rechtsaußenspieler. So mit, ja, so ein Außenstürmer, der gerne dribbelt und so. Ayrton, was sagst du? Fußballlegende. Ja, ich denke auch. Was denkst du auch? Ja, ich denke aber auch, was unser Team hat gesagt. Ja, es ist der Junge von Frankfurt. Das, ja, kann sieht sein, aus das. Wie ein Fußballprofi, ja. Ne? Aber auch hier vorne, schwarzes Shirt. Can, ne? Can. Sieht aus auch so. Aus welchem Land kommst du? Syrien. Oder sieht auch aus wie ein guter Fußballer, ne? So Spielmacher-mäßig. Ja, so ein Knipser. Ich finde, dass eigentlich alle so ein bisschen wohl Figur haben vom. Ich höre es hier, wenn ich jetzt durchgehen würde. Weißt du, keiner dabei, wo ich sage, dass ich. Figur aus, alle. Alles Figur ist Fußballer. Wir werden es ja nicht nur anhand des Optischen entscheiden, wer der Profi ist, sondern es geht hier darum, anhand der Leistung zu gucken, wer hier der NLZ-Spieler, wer bei einer Profimannschaft spielt. Wir fangen an mit der Übung Nummer 1, wo man relativ viel schon sehen kann, finde ich. Gut zu gucken auch und ihr habt dann auch natürlich Spaß bei Challenge Nummer 1. Es ist die klassische Five-Shot-Challenge. Das heißt, der erste Ball ist 11 Meter. Natürlich stehen die Jungs unter einem gewissen Druck. Wir wollen sehen, wie funktionieren die auch unter Druck. Jetzt hier ist, glaube ich, für niemanden so ein alltägliches Ding, was man macht. Danach geht man zurück, hat eine 1-gegen-1-Möglichkeit gegen den Keeper. So sehen wir natürlich auch die Geschmeidigkeit, die Beweglichkeit am Ball. Gehen ganz entspannt zum rechten Ball rüber, schießen dann quasi aus einer halbrechter Position. Gehen entspannt rüber zu der halblinken Position. Das sind quasi zwei Freischüsse, die machen.
Und der letzte Ball ist, der Keeper wirft den Ball zu, ein Kontaktannahme, Abschluss aufs Tor. Action! Ja, Elfmeter gut. Ja. Sicher. Auf. 2 von 2, bis jetzt macht er super, ne? Souverän. Jetzt wird es interessant, schwierige Position. Macht 3 von 3, stark, ne? Gut, ja. Gute Ecke. Gute Abschlüsse bis jetzt. Jetzt schön ins lange Eck. Okay, ja, Keeper hält. Ja, Keeper setzt. Du musst zentral kommen, Yilmaz. Ball kommt. Das ist der erste Kontakt. Ja. Das ist immer so dieser Indikator dafür, dass es nicht professionell ist, oder? Mit dem letzten alles kaputt gemacht. Ja. Der hat super Abschlüsse bis zum letzten. Da merkst du natürlich nochmal, okay, da fehlt irgendwas. Wie ich gerade gesagt habe, für mich war der letzte Kontakt so ein bisschen mitentscheidend jetzt so. Das ist vielleicht nicht reicht. Also er ist, wie du sagst, ist ein guter Spieler. Guter Kicker. So auf vielleicht hier in Mittelrheinliga, so. Sowas. Ja. Aber U19 das U19 heißt? Bundesliga. Schwer. Ja, U19 Gladbach. Gladbach, ja. Ach, schwer. Weiß nicht. Can, auch einer meiner Geheimfavoriten, ne? Aus Leverkusen. Was sagst du denn? Du lachst, du freust dich. Nein, er ist deine Favorit. Du sagst nein? Nein. Ja, warte okay. Noch, warte noch. Wir gucken. Ja. Okay. Ready? Go. Peter ist wuchtig, unter Druck. Der nimmt sich die Zeit, das gefällt mir. Epa. Oh. Epa. Oh, ja. Ey, er war stark. Schönes Tänzchen. Jetzt, mal gucken, was er macht. Jetzt, das sind die Guten jetzt. Okay. Auf. Da kann mehr kommen, ne? Ja. Aber es ist gut, dass er sich die Zeit nimmt, weißt du? Der macht jetzt keine Hektik. Genau. Das 1 gegen 1 hat mir sehr, sehr gut gefallen. Boah, Alter Schwede. Junge. Da kommt ein Ball kriegst du noch? Ein Ball kommt noch? Ja. Erster Kontakt. Erster Kontakt, jetzt werden wir vieles wieder sehen. Okay. Also. Aber war also ein guter Durchgang, oder? Die ersten zwei waren krass. Ja. Der da hinten war auch super. Erster Kontakt war wieder schwierig. Schwierig, aber ihr müsst euch überlegen, der Torwart wirft den auch einfach. Ne? Das ist nicht so, dass er mit 30 km/h wieder hinten einfach auf dem Fuß ist. Eigentlich normalerweise müsst ihr die Hüfte ein bisschen eindrehen, den Ball am Fuß haben und dann knallen. Was sagst du eigentlich von Abschlüsse? Sehr gut, kein Thema. Diese 1 gegen 1 Torwart auch gut, aber wir. Erster Kontakt, das ist immer Probleme bei ihm. Ja. Alles. Ne? Warte für diesen Linkfuß noch. Ja. Der kommt jetzt. Ja, jetzt ist eine große Chance. Ich glaube. Und jetzt kann er seine Chance uns zu überzeugen. Ja. Okay, Action. Linksfuß. Ich bin gespannt. Ich liebe Linksfuß, sieht schon geil aus alleine, ne? Aber. 1 gegen 1, jetzt wird es interessant. Ja. Naja, aber Keeper ist gut. Aber ist zu steif, ne? Ja, ist auch eng. Das ist eng, das ist ein bisschen mehr von hier. 10 Meter oder besser. Ja, absolut stark, ne? Wuchtig in die Ecke einfach gelegt. Er steht schon gefährlich, oben rechts. Wenn er den da hinhackt. Alter Schwede, ja. Ja, da kommt noch einer. Letzte, jetzt ist wichtig. Baller hochgeworfen. Ja. Der Ball zum Annehmen war schwer. Der Ball war zum Annehmen schwer geworfen. Er war schwer geworfen. Seine Abschlüsse haben mir gut gefallen. Ja, ne? War gut. Linker Fuß. Ready? Dale. Okay, Elfmeter. Ja. Nicht getroffen. Doch, der war drin. Ja, doch, jetzt. Aber Bewegung sah schön aus. 1-1 gegen Torwart, du hast Zeit. Ne? Normalerweise muss der Ball rein. Gut, macht er gut. Schön. Ja, gehe ich mit. Torwart spekuliert auf andere Seite aber, ne? Ist auch eine relativ kurze Distanz, er muss ein bisschen spekulieren, ne? Okay, stark. Jetzt kommt der Touch. Laut, El Control. El Control, das klang so schön. Ja, ist gut der Touch. Ja. Ich sag dir ehrlich, für Eintracht Frankfurt reicht es bei mir nicht. Nee, nein, bei mir auch nicht. Weil, Touch war okay. Ne? Abschluss, sorry, so schießt kein U19-Bundesliga-Eintracht-Frankfurt-Spieler, meine Meinung. Hoch aus der Luft genommen.
Also, der konnte nur hochschießen. Genau. Das ging bis. Ja, also keine Ahnung. Auch nicht. U19 Bundesliga. Was ist das? U19 Bundesliga? Ja, ja. Ich habe relativ viele U19 Bundesliga-Spieler schon gesehen. Ich auch. Da sieht, vor allem du, sieht ja ein bisschen anders aus, oder? Also ich denke auch, dass es zu wenig ist, weil im Endeffekt die Bälle, die aus der Luft kommen, den direkt Wolle zu können, also direkt aus der Luft, ja, das macht keinen Sinn. Gut. Da musst du die Ruhe haben. Ich sag auch trotzdem, guter Fußballer, gute Grundtechnik, ne? Schön geschmeidig. Die sind alle gut, muss man sagen. Also alle sind gut. Aber wir suchen ja den einen Star. Jetzt quasi. Kommt. Jetzt der nächste. Das ist Linus, so, ne? So ein Stürmer, Ailton, von dir, ne? Hast du gesagt. Oh. Ich warte noch. Linus, Action. Okay, kann passieren. Mach nochmal. Mach nochmal. Ist kein Problem. Ich glaube, die Schuhe, wir müssen die neue Schuhe sponsern. Erster Ball. Schön. Torwart verlassen. Wirklich. 1 gegen 1 ab. Das finde ich mal am schönsten. Boah, dynamisch. Boah. Aber Keeper lässt sich nicht. Der Keeper ist gut. Der ist clever. Aber schön, war schön dynamische Bewegung von dir. Das hat mir gut gefallen. Boah. Jetzt wird's interessant. Boah. Kurze Eck, schön. Ein Ball kommt noch. Ich finde, der letzte Ball ist mal der interessanteste Ball. So, da siehst du erster Kontakt, Abschluss, alles in einem. Auch guter Touch, ja. Boah. Von der anderen hast du die Jungen haben den beste. Erste Kontakt. Ja, der erste Kontakt war am besten. Abschluss war auch gut, der linke war gut. Die Frage ist natürlich, auf welchen Positionen spielen die alle? Wenn wir jetzt hier einen Sechser haben. Ja, genauso. Wir müssen analysieren auch, welche Positionen. Charas, U19 Bundesligaspieler muss. Das sind Basics, oder? Erster Kontakt, Abschluss. Ob du Innenverteidiger sogar bist. Und du hast keinen Gegnerdruck, ne? Genau, kein Gegnerdruck, nix. Da muss es schon kleiner sein. Konzentration, recht, ja. Erster Kontakt muss immer kommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Chucky, ne? Chucky. Chucky. Union. Die Mörderhupe. Union Berlin. Ne? Union Berlin, 19. Action. Union Berlin. Boah. Okay, kann passieren. Auch ein Messi verschießen, Elfmeter. Jetzt wird's interessant. Schön. Einfach, gut. Man muss nicht kompliziert machen. Simpel, Hauptsache du triffst. So, jetzt gucken wir uns mal den Abschluss nochmal an. Ja, der macht aber die linke Ecke komplett auf. Ne? Der spekuliert aber, glaube ich, extra drauf. Dass er die extra aufmacht, hat er da hinhechten kann. Aber auch die Mauer, vielleicht muss er sich so. Aber er sieht vom Optischen her auch aus wie ein U19-Bundesliga-Spieler, oder? Ja. So würde ich ihn abkaufen. Vom Optischen auf jeden Fall. Erster Kontakt. Zwei Kontakte, okay. Gut, ist mir auch ein bisschen zu wenig. U19. Was euch aufgefallen, der Torwart bekommt immer eine kurze Ecke die Bälle rein. Ja, ja. Weil er relativ viel spekuliert, ne? Aber bei ihm war ein bisschen zu wenig, Chucky. Jetzt bin ich gespannt. Unser Favorit bis jetzt, ne? Unser Mann aus Holland. Wir haben zwei gehabt, der von Leverkusen und er jetzt. Jetzt sind wir mal gespannt. Aber er sieht auch selbstbewusst aus, ne? Army Action? Ja. Ready. Boah. Aber selbstbewusst, ja? Er wollte zeigen. Boah, habt ihr den Fuß gesehen? Das ist holländischer. Tim, du hast einen guten Fuß. Ja, ich bin wirklich. Mit links? Mit links sogar? Mit links. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Aber er wollte mal. Ja. Versuche. Ist ja okay. Und rechts. Schön ins Kurzeck. Werf ihn mal ein bisschen schwieriger. Ja, passiert. Auswutschen. Okay. Gut. Die schießen ohne Gegnerdruck immer auf den Torhüter. Ja. Normalerweise sind ein richtig guter U19-Bundesliga-Spieler aus der Entfernung einfach rechts in den Kinn. Ja. Aber trotzdem, das 1 gegen 1 war schon dynamisch. Hat mir richtig gut gefallen. Was ich bei sowas immer habe, bei sowas denke ich auch immer direkt so an Freestyler, weißt du? Ja, ja. Wie sowas gibt's auch. So Käfigspieler, so die auf der. Weißt du, meinst du, er ist so eher so Käfigspieler als professionell? Also, wenn ich das so wie ich das jetzt einschätze, aus meiner Sicht, würde ich sagen, er ist mehr so ein Freestyler. Ich sage nein. Ich sage, er könnte ähnlich holländische Schule gehabt haben. Der gefällt mir schon sehr, sehr gut. Wir müssen jetzt die ersten zwei rauswählen. Oh. Die ersten zwei, die für heute raus sind. Ich sag meine Meinung. Ich sage nichts, überhaupt nicht böse gemeint, guter Fußballer, aber Chucky einmal. Ich glaube nicht, dass das reicht, dass es U19 Bundesliga ist. Ich gucke mich nochmal um. Puerto Rico, ob ich ihn das einfach Frankfurt, glaube ich ihm nicht mehr. Ich glaube ihn auch nicht. Ich sag auch hier. Also wer wäre denn safe weiter? Machen wir es einfacher. Safe weiter ist PSV Eindhoven, glaube ich. Ich glaube auch. Traue ich ihm zu. Was sagt ihr zu PSV Eindhoven? Ich könnte mir vorstellen, dass er sogar der. Er ist ein bisschen. Ich bin ein bisschen skeptisch. Also ich kaufe ihm mehr ab als manchen anderen hier, auf jeden Fall. Aber PSV Eindhoven weiß ich nicht. Aber für mich auf jeden Fall jemanden, den ich weiter tun würde sofort, ist
Tammy. Ja. Linksfuß, hat mir gut gefallen, was er gemacht hat. Also ja. Da würde ich sagen, für mich der ist safe. Ja. Und für mich raus, ich glaube auch der Mann aus Puerto Rico. Ja. Kaufe ich, also das kostet zu wenig für Bundesliga. Ja. Was sagst du, Ailton? Deine Meinung haben wir noch nicht gehört. Ja, ist auch nicht so einfach, aber Linus. Linus habe ganz weniger. Ja, von dem Schwarz mit Nike. Ich habe vergessen. Chan. Für den U19 Bundesliga braucht ein bisschen mehr Attitude, mehr Körpersprache. Ne? Das ist auch nicht so. Oh. Ich hätte Chan sogar Geheimfavorit gehabt von mir. Ne? Ich fand, klar, ich verstehe das Argument. Raus, Körpersprache? Nee, nein, nicht raus. Also weiter. Ich würde ihn auch behalten. Also ich denke. Aber bei Linus bin ich bei dir. Ja, da gehe ich mit. Linus gehe ich mit. Ich sag Frankfurt und Duisburg. Ich sag Frankfurt und Chucky war bei Union Berlin. Union Berlin kaufe ich gar nicht ab. Oh, Union Berlin ist krass. Union Berlin glaube ich nicht. Ja, da hast du recht. Union Berlin ist für mich raus. Union Berlin ist schon, wenn man da auch, natürlich, du hast mit Hertha und Union zwei Mannschaften im ganzen Kreis, wo du eigentlich echt gut spielst. Ich hab vor einem halben Jahr mit einem U19-Spieler von Union Berlin tatsächlich mal so ein Training gemacht. Sorry, das sah anders aus. Ja. Ehrlich, das sah anders aus. Das ist nicht böse gemeint. Also Union Berlin glaube ich nicht. Und ich glaube Eintracht Frankfurt. Ja. Lass uns Puerto Rico noch eine Chance geben. Ja. Vielleicht war das jetzt noch nicht seine Übung, es kommen ja noch Sachen. Sollen wir Union Berlin und Duisburg rauswählen? Ja, okay. Linus, was du gesagt hast, und Chucky. Ja. Tut uns leid, beide Jungs, Chucky und Linus. Für heute glauben wir euch das nicht. Ich hoffe, dass wir uns nicht blamieren und ihr seid es am Ende. Das wäre natürlich super unangenehm. Aber für den Moment seid ihr beide erstmal raus. Das ist immer schwer, aber es... Ja, musste gucken. So, Freunde, die ersten zwei sind raus. Wir haben noch fünf Spieler im Rennen. Das ist einmal der Tami, Linksfuß, hat mir sehr gut gefallen. Chan von Bayer Leverkusen, auch sehr guter erster Kontakt. Wir haben Christian, der Mann aus Puerto Rico. Wir haben Amir, der Mann aus PSV Eindhoven. Da bin ich auch wirklich noch weiter gespannt. Der hat mir bis jetzt mit am besten gefallen. Und wir haben den Yilmaz noch dabei. Auch so ein Wackelkandidat meinerseits. Aber wir beobachten das. Jetzt ist es für mich wichtig zu sehen, wie funktionieren die Jungs im Team. Wir spielen gleich Offensive gegen Defensive, Überzahlsituation, 3-2. Und normalerweise muss es dann knallen. Bin mal gespannt, wie sie dann funktionieren. Natürlich auch, wie die Verteidiger verteidigen. Weil heutzutage muss ein Spieler alles können. Jetzt der Mann aus Puerto Rico. Oh, schön. Hey, doch. Na, jetzt zu viel. Leg ihn ab. Abschluss. Der Mann aus Puerto Rico hat es gut gemacht. Einmal rüberlegen, Abschluss. Ja, warum nochmal? Es ist Latino. Latino muss nochmal. Latino ist immer so. Immer nochmal. Ne? Nochmal. Ah, starker Trainer da hinten. Das ist der. Das holländische Schule. Das holländische Schule, ne? Direkt korrigiert. Ja, auf Englisch. Ja. Jetzt überzeugt er mich langsam. Mateo was rapid. Ready? Go. Okay. Der sagt gute Kommandos an. Das ist, oh, schöne Bewegung. Packe. Oh. Ah, okay. Neue Aktion. Da wollte er viel. Aber wenn er funktioniert, sensationell. Wenn er hinterläuft, kriegt ihn mit, super. Gefällt mir. Aber diese Kommandos, so jetzt ist langsam Körpersprache in diesem Format drin. Er ist so der Kapitän der Mannschaft jetzt. Jetzt dribbelt Armin mal an, das gefällt mir auch, ja? Oh, nein. Das ist halt, das ist kein Spielmacher. Ja. Spiel den tiefen Ball nach links. Jetzt hat er Platz, 2 gegen. Ja, super. Oh. Das ist ja den Lauf gekreuzt, super, ne? Ja. Wirklich. Jetzt siehst du die Spiele anders. Ja, schön genau. Gekreuzt, ja, schön. Ja, das ist der. Aber guck mal da. Mit so. Einfach. Weißt du, und das ist, aber das sind so Kleinigkeiten. Er spielt richtige Tempo, gutes Timing. Auf dem Fuß direkt. Chan ist bis jetzt gerade höher, eine Stufe höher bei mir. Der Bruder, der ist da. Er hat die Flasche gemacht. Ich glaube, bei mir auch. Der gefällt dir gut, ne? Ja. Jetzt ist er da. Jetzt ist er André. Jetzt bist du da, mein Freund. Guck mal, das Spiel geht los. Ich habe das Gefühl, er ist ein anderer Spieler auf einmal. Guck mal. Boom. Jetzt ist er André. Guck dir die Bewegung. Guck mal. Er dribbelt, er probiert, er macht. Das ist super. Guck mal, jetzt nochmal. Oh, schön. Boah.
Aber genau wie du gesagt hast, der Mann aus Eindhoven, langsam so Freestyle. Ja, ja, ist so ein bisschen... Schwenk gerade. So. Das ist so ein Typ, der so auch so JJ drüber macht, ja, ja, damit so, er so ein bisschen krass aussieht. Weil ich siehst du, guck mal, jetzt geht er auf andere Seite, er hat jetzt alle Positionen schon. Ja gut, das war eigentlich gut, wenn man variabel ist. Ne? Das ich, jetzt ist achso, der Mann aus Puerto Rico mal. Schwacher Ball, sorry. Ja, der Ball. Oh. Hey! Der Herr, guck mal, der Mann, seine Waden von Puerto Rico. Allein seine Waden sind professionell, aber was er kommt. Wo hat Spagat gemacht? Der ist super, der Junge. Ja, ja, ja. Ganz groß gegen Spagat war super. Tor war auch gut. Das ist dieses Timing vom Passspiel. Ah nein, der will einfach nur zeigen. Aber ja, er ruft spielen. Da hinten, Player, bleibt da stehen. Wo will er den Ball hin haben? Weißt du, ich meine? Bravo. Okay, absolut gut. Der war gut, der war gut. Ja. Bitte gerne mal Can und Christian in der Defensive. Ich mal gucken, wie das aussehen würde. Gegen Ball. Let's go. Okay. Ah, gutes Tempo. Ja, das stimmt. Okay. Guck mal, Can. Okay, 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 neue Aktion. Aber defensiv ist der junge Can. Der springt für mich auf. Ganz hoch, weil viele lassen sich ganz hoch. Guck mal, wie der schiebt. So. Der ist ja, drin, ja. Zentrum kompakt. Boah, Junge, Alter Schwede, was ist das für eine Maschine, Bruder? Bruder, was ist das? Wo habt ihr den her? Meine Meinung, der Mann aus U19 Eintracht Frankfurt, Puerto Rico, Christian, glaube ich das einfach nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Ich würde ihn rausnehmen. Ich glaube, es schafft auch nichts. Das ist ganz weniger. Wer ist? Temi. Ja. Sagst du Timmy? Ja. Wir wählen erstmal einen raus. Also sagt Timmy, schafft es nicht? Nein, jetzt mein Thema ist raus. Ja, wer raus ist? Ja. Genau. Timmy raus? Genau. Also, ja, von. Er hat die Sympathie für ihn, glaube ich. Wir gehen aber erstmal. Wir gehen erstmal Christian. Ja, bei mir, also Christian natürlich vorne viel zu. Der ist überhaupt nicht effektiv gewesen. Das ist das Problem gewesen. Er bekommt die Bälle. Da ein Tor zu machen, ist natürlich einfach, weil du hast keinen richtigen Gegnerdruck, knallst aufs Tor. Absprache ein bisschen schwer. Also für Frankfurt, körperlich starke Mannschaft eigentlich immer, ist es eigentlich schon viel zu wenig. Und Yilmaz, Borussia Mönchengladbach 19 ist schon eine krasse, also die Liga da mit Leverkusen, mit Dortmund, mit Schalke, mit allen, für Gladbach denke ich auch, also beide, bei den beiden würde ich so ein bisschen nachdenken, nachhaken, aber ich denke, Christian als Erst würde ich rausgehen. Okay. Ja. Ich gehe bei den beiden, glaube ich, voll mit dir, ne? Weil, wie du sagst, U19 Frankfurt, U19 Gladbach sind schon zwei super Adressen in Deutschland. Und ich glaube, dass dafür einfach auch die Qualität zu wenig war jetzt, um zu sagen, ich spiele nur 19 Bundesliga. Kurze Frage habe ich an den Jungen, der bei PSV spielt. Sprichst du Holländisch? Kannst du. Seit wann bist du da? Ich bin seit Anfang letzte Saison. Anfang letzte Saison? Jetzt nochmal. Anfang letzte Saison. Okay, und Holländisch sprichst du auch? Eigenermaßen. Dus als ik met jou ga praten, versta je mij? Bisschen. Ik kan verstehen, maar antwoord maar. Oké, okay, okay. Waar woon je? Nochmal? Waar woon je? Dat is halt. Lass. Er ist neu hingewechselt. Ich muss sagen. Ein Jahr spiele, kann ich Holländisch direkt? Also, er sagt, er versteht. Also, verstehen eigenermaßen schon, aber die Hälfte der Mannschaft spricht Englisch. Und okay, wer ist der Trainer bei euch? Frank Buschmann. Wer? Frank Bulzmann. Frank Bulzmann, okay. Gibt's so einen? Er ist es auf jeden Fall nicht. Sicher? Ja, 100%. Aber wir müssen jetzt mal zwei rauswählen. Okay, also für mich dann der Junge aus Holland und der Junge von Gladbach. Ist es für mich. Holland safe? Safe. U19 Borussia München-Gladbach? Wer ist denn der beste Torschütze bei euch in der Mannschaft? Aktuell? Ja. Okay, raus. Danke. Ja. reicht. Reicht. Ich wollte nicht die Frage stellen, aber alles gut. Nein, also. Hat sich geklärt. Er ist definitiv nicht. Nein. Eigentlich muss er es wissen. Ja, sofort. Ich weiß sofort, wer die meisten Tore bei uns in der Mannschaft gemacht hat, zum Beispiel. So, das wird sofort kommen bei mir. Du, bei Werder Bremen, jeder wusste doch, dass du die meisten Tore gemacht hast, oder nicht? Ja. Guck. Natürlich, das ist so. Du musst es, weißt genau. Zufällig habe ich einen Spieler, der bei dir in der Mannschaft spielt. Thomas Castanaras, Profi. Ein Spieler, den ich trainiere, meine ich. Wer hat denn die meisten Tore bei euch? Boah.
schwierig. Also das Ding ist, ich komme von einer Verletzung. Aber okay. Ja, nur zur Info. Gehst du die Spiele nicht gucken, wenn ich spiele? Doch, klar. Manchmal bin ich ja dabei, aber... Wo spielt ihr? Welche Liga? Regionalliga. Okay. Wie heißt dein Trainer? Der ist jetzt gewechselt. Und wie heißt der noch? Wie heißt dein Alte? Fürstenbecher. Nee. Frank. Du weißt nicht, wie dein Trainer heißt. Du meinst lange Haare, blond? Nee, eigentlich nicht. Okay. Okay, der ist auch weg. Das ist safe. Aber U23, ne? Ja, ja, U23. Nicht U9, ne? Nee, geht ja. Ich verwechsel ja, was aber zu. Hast du verwechselt den Trainer? Kann sein. Wie, aber habt ihr jeden Tag einen anderen Trainer? Ich will unbedingt Can fragen. Can, weil da... Bei dem Mann haben wir alle das beste Gefühl, ne? U19 Bundesliga Bayer Leverkusen. Ja. Wer ist denn euer aktueller Trainer? Sven Hübscher. Guck mal. Schnell. Der Sven Hübscher war damals auf Schalke sogar bei mir als Trainer. War der gut? Super. U14 war der damals mein Trainer. Seit wann spielst du dort? Seit jüngerer Jahrgang U17, also erstes Jahr, jetzt seit 4 Jahren. Okay. Ja, ich habe ein sehr, sehr gutes, auch wie er gerade gespielt hat und so. Seine Ballkontakte haben mich eigentlich überzeugt. Spielst du Nation? Ja. U20 Nationalmannschaft Syrien. U20 Nationalmannschaft Syrien? Ja. Wie viele Spiele habt ihr gemacht? Ich habe für Syrien 5 Spiele gemacht. Ja. 3 Spiele waren Qualifikation für Asia Cup, wo wir uns auch qualifiziert haben. Und 2 Spiele waren davor so Camp-mäßig, da trifft man sich. Und gegen spielt wen? Dann einmal gegen Libanon und einmal gegen Jordanien. Bei ihnen kommt auch alles direkt raus. Ja, es kommt direkt, aber ich weiß nicht, Syrien, das ist so weit. Wie kommt die Anfrage? Also erstens komme ich aus Syrien. Mein Vater war früher syrischer Nationalspieler. Aha. Und daher haben die halt gewusst, dass er einen Sohn hat, haben meine Spiele geguckt. Ja. Ich kann nicht sprechen Englisch. Ich verstehe auch nicht. Aber Spanisch kann man ein bisschen sprechen noch. Quantos partidos jugaste in der Selección? Auf Deutsch jetzt erstmal übersetzen. Warte. Ja. Dankeschön. Meine Übersetzung hier. Du bist so krass. Warte. Ich guck die Reaktion von Ihnen. Ah, okay. Quantos partidos jugaste in der Selección? Es ist contar, pero bastante. Exhibition, Torneo, 2 Torneos, CONCACAF. Como chama el entrenador? Daniel Celetti, que me trajo para la selección. Okay. Was meint ihr jetzt? Was sagt ihr? Ich habe gefragt, wie viele Spiele für Nationalteam. Und wie heißt dein Trainer? Was? Yeah. Ich habe gesagt, 14 Spiele. 14? Ha? Quanto partido? Se eu contar, pero más que como 6, 7, por ahí, por los 10. 10 Spiele? Ja. Aber du weißt noch nicht. Sí, 10 Spiele für National. Sí. O sea, wie heißt dein Trainer? Ha? El nombre del entrenador? Daniel Celetti. Okay, das kam wie aus der Pistole geschossen. Ja. Ich nehm das zurück. Also nur wegen Nationalmannschaft? Ja. Ich spiele auch wohl in 20. Kosovarische Nationalmannschaft. Kannst du mal... Falls ihr irgendwie Fragen habt. Ja, ja, doch. So, jetzt EM, Quali ist ja... U21 Kosovo? Kosovo, genau. Wer ist dein Trainer? Kosovo, genau. Wer ist dein Trainer? Adit Krasnici. Wie viel... Den Sechser. Okay. Ich weiß... Wie bitte? Linkhausen. Ja. Ich dachte gerade Sechser oder Mittelfeld links. Eins und beiden. Du hast gesagt Sechser. Sechser und linker Mittelfeld. Oder links Mittelfeld. Das sind schon zwei verschiedene Welten. Ne? Aber ich habe doch gar nicht über links Sechser gesprochen eigentlich. Nee, der hat gesagt. Nein, ich dachte, ob du den meinst, der auf der Sechs spielt. Heißt der auch Bär San Celina? Wie bitte? Heißt der auch Bär San Celina auf der Sechs? Ob der auch so heißt? Ja. Nee, aber ich dachte, du meinst den, der auf der Sechs spielt. Weil ich bin auch neu. Ich kenne noch nicht alle. Gerade ist ja die. Ich kenne auch noch. Du sagst, das ist gerade, aber du bist hier. Wir haben eine Woche ist gerade. Haben wir kein Spiel gerade. Aber du hast doch. Das ist Risiko, dies, das, aber. Achso, du bist jetzt gerade kurz hier und dann gehst du wieder rüber. Ich sage jetzt. Ganz schön. Ich hatte vorher Puerto Rico, aber mit seinen. Ich glaube wirklich, dass er irgendwas mit der Nationalmannschaft zu tun hat. Ne? Ich sage. Einmal Yilmaz raus, Gladbach hat selber aufgegeben. Ich glaube dir leider auch nicht. Alles gut, da ich dachte nur, dass du das sagst. Ich sage, er ist ein super Fußballer, ich traue ihm auch zu. Aber U21 Nationalmannschaft? Das glaube ich nicht. Boah. Das ist schon. Ja, da ich weiß, wäre es dumm von mir, dann hätte ich es ja nicht gesagt, weil ich kann ja abwägen so. Aber ich dachte, für euch hilfreich. Glaubst du U21? Nein, ich glaube das nicht. Ich sage auch, für mich einmal Yilmaz und einmal Tami würde ich sagen raus. Meine Meinung. Ja, gehe ich mit. Was sagst du? Ich gehe safe mit. Auch du? Ja. Ich gehe mit. Jungs, tut mir leid, überragender Fußballer. Ja. Auch guter Fußballer. Aber vielen Dank, Männer. Danke. Ja. Freunde, wir kommen zum großen Halbfinale. Bessere Übung gibt es gar nicht, das machen auch viele Profis. Soccerbot 360. Da werden gleich Tore aufploppen, die Spieler müssen den Ball dahin spielen, sich schnell aufdrehen, schnell orientieren.
Ich glaube, wie gesagt, eine bessere Übung, um genau zu erkennen, was die einzelnen Spieler drauf haben, gibt es gar nicht. Ich will gar nicht so lange labern, direkt rein in den Soccerbot 360. So, Freunde, die Jury hat sich jetzt hier oben versammelt. Can ist der erste Spieler, der gleich hier anfängt. Wir gucken uns das genau an von hier oben und ich bin gespannt. Also ich glaube, hier U19-Bundesliga-Spieler, der wirklich U19-Bundesliga spielt, kannst du schon sehen, wie der sich auch orientiert, wie ist sein erster Kontakt, was für ein Passspiel hat der. Also ich glaube, hier wird sich schon zeigen, wer wirklich was kann und wer nicht. Can, bist du bereit für deinen Durchgang? Okay, wir sind gespannt. Kannst starten. Komm, Junge. Jetzt bin ich gespannt. Siehst du schon sofort diese Vororientierung? Der erste Ball. Trefferquote stark, zack. Jetzt wäre 100%, ne? Ja, 100% Trefferquote, das siehst du sofort, aber auch diese Vororientierung. Daran erkennst du, dass er die Qualität hat. Komm schon, komm schon. Und das Tempo ist auch gut, ne? Das Tempo ist schön hoch. Stark, stark, stark. Hier nochmal ein Treffer. Da noch. Boah, krass, das könnte Rekord werden. Junge, ist das heftig. Jawohl, 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 komm, 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 komm. 15? 100% Trefferquote. Ich zeig das nochmal, ich zoome mal hier ran. 100% Trefferquote. Damit kannst du zufrieden sein. Jetzt sind wir extrem gespannt, was er jetzt liefert. Ich bin gespannt. Ja, sieht nicht schlecht aus. Das Problem ist, was ich hier erkenne, er spielt und dann guckt er erst auf die nächsten freien Felder. Er spielt ja und dann guckt er. Genau, das war bei Can der Unterschied. Deshalb würde ich sagen, dass Can auf jeden Fall eine Nase vorne ist. Can guckt, bevor er... Ja, okay, das passiert. Alles gut. Okay. Ja, da kommt unser Spieler. Jetzt erwarten wir auch viel. Armi, brauchst du auch einen Testdurchlauf? Nee. Braucht er nicht. Braucht er nicht. Der macht das in Holland wöchentlich. Wir sind gespannt. 30 Sekunden hast du gleich Zeit. Komm, Junge, zeig, was du drauf hast. Halbfinale, jetzt bin ich gespannt, ey. Okay, Trefferquote ist gut. Ja, Ball flacher. Ja, okay. Vororientierung ist okay, ist okay. Ist alles noch drin? Passschärfe ist gut. Hopp, hier war noch ein Treffer. Hier noch ein Treffer. Ja, Can war. Can ist ein Ticken ruhiger geblieben, aber sonst sieht es gut aus. Trefferquote, Passschärfe ist in Ordnung. Der macht den Rekord. Ja, kann man nicht haten. Der macht den mach weiter. Ah, du hast eine Sekunde Zeit. Schade. Schade, aber kein schlechter Durchgang. Amir, sehr, sehr gute Passschärfe. Da hat sich auf jeden Fall, ja schon, du siehst das, eine gewisse Grundqualität einfach da, 100%. Ich glaube, da ist aber noch mehr Potenzial. Ich glaube, ja, ich habe meine Entscheidung persönlich getroffen. Die Jungs entscheiden gleich auch mit. Ich bin gespannt, was sie sagen. So, meiner Meinung nach hat man beim Soccerbot schon wieder einiges gesehen. Ich würde sagen, der Mann aus Eintracht Frankfurt ist raus. Es sah so nach Arbeit aus, es sah nicht so geschmeidig aus, aber was sagst du? Ja, ist von meiner Seite auch, von Frankfurt. Da muss ich euch beiden recht geben. Also, sag mal so, er hat natürlich da den Überblick nicht gehabt, wie schnell er die Bälle dazu spielt und so. Dementsprechend hat man hier jetzt gesehen, also ich denke, U19 Bundesliga wird er nicht gespielt haben oder spielt er nicht, aber ist ein guter Fußballer. Das muss man sagen. U19 Bundesliga, dafür war es wirklich zu wenig. Auch jetzt hast du es wieder gesehen, auch ein paar Spiele, erster Kontakt war nicht Bundesliga-reif, sage ich. Also Eintracht Frankfurt ist es nicht. Christian, sorry, you're out, man. Okay? Also Christian ist nicht, aber trotzdem, ey, wirklich ein super Fußballer. Ich traue ihm einiges zu. Eintracht Frankfurt U19 Bundesliga, glaube ich nicht. Freunde, wir kommen zum großen Finale. Amir gegen Can. Die letzte Übung ist auch nochmal was Technisches. Es geht hier um mein Reaktionsspiel. Das heißt, hinter mir ist ein Bildschirm. Ihr seht gleich ein rotes Feld, wo weiße Felder innen drin sind. Und die Spieler stehen dann zentral. Das Feld leuchtet auf und dementsprechend müssen die seitlich schnell hin und wieder zum Zentrum rein. Und dementsprechend geht es um Zeit. Es geht um natürlich auch vorausschauen, gucken, wo muss ich mich hinbewegen, wie dynamisch sind die Spieler. Es geht nochmal um die Dynamik. Armi gegen Can, das Finale. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wer da das Rennen macht. Okay, Countdown läuft. 3, 2... Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell. Mitte, rechts. Dynamisch, Alter. Das ist dynamisch. Ja, der ist da. Der ist da. Ja, merkst du? Der ist auf Zehenspitze die ganze Zeit. Jetzt haben wir Auge gemacht. Gut. Aber sehr dynamisch, ne? Sehr. War gut. Flink. Zweiter Platz, ganz stark. Alton, der ist ein bisschen so wie du gewesen, ne? Schnell, Blitz. Okay. Und los.
Auftrag. Ja, das ist gut, kommt passiert. Ja, weiter, ist kein Problem. Gut. Ja, ja, ja. Auf Zehenspitzen, da bist du stabiler. Zehenspitze. Ja. Komm, probieren. Zehenspitze. Weiter. Aber auch dynamisch, ne? Ja. Okay. Freunde, kommen wir zur Entscheidung. Wir haben jetzt alles gesehen, was wir sehen wollten, glaube ich. Ich habe meine Entscheidung persönlich getroffen, aber vorher will ich das Wort übergeben. Also für mich gibt es nur einen Gewinner. Und das ist für mich Can. Also von der ersten Übung an, bis von der ersten Challenge bis zur letzten beim Reaktionstest jetzt gerade auch im Soccerbot, hat man schon gesehen, dass er, glaube ich, mit, also der hatte die höchste Qualität von hier und da kann ich mir locker vorstellen, dass er U19 Bundesliga spielt. Da muss ich natürlich zustimmen. Also erste Übung mit dem Touch war ein bisschen, da habe ich mir gedacht, okay, war ein bisschen schwer, aber ich glaube, der Ball kam auch ordentlich mit der Geschwindigkeit. Aber bei mir war es so safe, wo ich gesagt habe, das ist der Spieler beim 3 gegen 2, 2 gegen, also Überzahl, Unterzahl, wo er Stellungsspiel überragend hatte. Auch die Vororientierung mit den Spielern und so. Und hier bei der Geschwindigkeit überragend. Also ich stimme dir zu, ich denke auch, dass es Can ist. Ja, bei mir auch. Die erste Ebo, ich habe mir ein bisschen, ich weiß noch nicht warm, kann sein. Aber danach habe ich sehr gut gemacht, bis die letzte. Für mich auch, dass er gewinnt. Ich habe aber noch zwei Fragen. Erstmal würde ich mit Amir gerne eine Frage fragen, bevor wir die Entscheidung treffen. PSV U19, ne? Holländische Fußballschule, sagtest du. Ja. Wie viel Geld verdienst du denn da? Über Geld redet man nicht. Richtiger Gehalt, aber ich bin zufrieden. Okay, Can. Was ist für dich zufrieden? Meine Wohnung wird bezahlt. Ich bekomme ein einigermaßen gutes Gehalt. Deine Wohnung wird bezahlt? Ja. U19? Ja. Verdient man bei Leverkusen 19 schon Geld? Es fängt niedrig an, aber umso älter man wird, dann U17, U19 wird es halt immer mehr. Klar, in der U16 kann man nicht so viel verdienen, ist normal, ist aber auch zweitrangig. Ich meine, du musst erst arbeiten, von nichts kommt nichts. Und umso besser du wirst, umso besser wird das Geld auch. Die Antworten gefallen mir einfach besser. Okay. Okay. Und ich glaube nicht, dass U19 bei PSW bezahlt. PSW? Wenn dann im Internat oder wenn das. PSW U19 glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, wir sind uns einig. Wir loggen alle Can ein. Wir sind uns einig, wir loggen Can ein. Und jetzt kommen wir zum großen Finale, wer es am Ende ist. Okay, dann einmal jetzt bitte den Gewinner nach vorne. Ja, Yilmaz, jetzt hau mal raus. Also, wie gesagt, Yilmaz Karadas, 23 Jahre alt. In Wahrheit spiele ich bei Eintracht Nordhorn, SV Eintracht Nordhorn, Bezirksliga, rechter Flügel. Weit weg vom Profifußball. Weit weg vom Profifußball. Aber trotzdem super gemacht, ey. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich bin Can Mustafa. Ich bin 18 Jahre alt, spiele wirklich bei Bayer Leverkusen. Hab auch vorher beim 1. FC Köln in der Jugend gespielt. Syrischer Nationalspieler, oder? Genau. Stimmt das echt? Ja, das stimmt. Top. Ich glaube schon. Super. Auch nochmal eins noch für den Gewinner hier. Tammy hat gestimmt, ich bin 20, habe in der Jugend beim VfB gespielt, spiele aktuell in der Verbandsliga. Passt. Gut, Verbandsliga? Super. Verbandsliga, das, genau. Okay, und Planung, Kosovo U21 war komplett? Da war was, aber Verletzung. Nie passiert dann? Nee, leider nicht passiert. Wie alt bist du? 20. 20 Jahre. Trotzdem stark gemacht, ey. Stark. Eintracht Frankfurt U19 stimmt nicht. Jetzt bin ich gespannt. Hi, my name is Christian Cordero. I'm an attacking mid and I'm here in Germany looking for a contract. I played in Orlando City all my youth years. Krass. Ich war also körperlich natürlich nicht so, wie ich mir es vorgestellt in Amerika. Ich war letztes Jahr da. Ja. Ich war letztes Jahr da, habe da ein paar Jungs trainiert. Aber so vom Typ her. Passt da rein ins Beuteschema. Passt da rein. Südamerikaner. Ja. In die Richtung. USA? Ja. Ja. Passt. Bravo. Linus, MSV Duisburg, jetzt sind wir gespannt. Ja, ich bin Linus Seim. Ich habe lange in der Jugend bei Bonn SC gespielt. Und jetzt seit den letzten zwei Jahren bin ich in der Siebengebirge in der U19 mit rein hier gewesen. Jetzt gucke ich mal, was ich jetzt als nächstes mache. Eine unter Bundesliga. Richtige Nachname, danke. Richtige Nachname. Ja, jetzt bin ich gespannt, Chucky. Ich bin Stefan Karadas, bin 21 Jahre alt und spiele ebenfalls für den SV Eintracht Nordhorn Bezirksliga. Auch Bezirksliga. Bezirksliga. Auch Bezirksliga. Ja. Auch gut. Ist okay. In Ordnung. Ist okay. Ja, ist in Ordnung. Top. Hat er ordentlich gemacht.
Hier ist wie Einbruch. Ja, jetzt ist gespannt. Ja, jetzt ist da ist er. Hier ist wie Einbruch. Die Geschichte. Ich bin 21 Jahre alt, keine 18. Ich wäre gerne wieder 18, damit ich die Chance genutzt hätte, die ich damals hatte. Ich bin vereinslos, aktueller Stand. Keine PSV Eindhoven. Ich habe meine ganze Jugend bei Borussia Mönchengladbach gespielt. Bis zur U19, danach zu Paderborn. Bei der zweiten und erste war ich gewesen. Corona-Krise bin ich in die Regionalliga gewechselt. Und da knapp durchgesetzt, dann doch nicht. Viele Trainerwechsel, aktuell vereinslos. Krass, krass. Krasse Geschichte, ne? Also krasse Geschichte, aber gut ist, dass er als Zweiter rausgeflogen ist. Yeah. Wäre der zu früh rausgeflogen, hätten wir auch was falsch gemacht. Super gemacht, guck mal, Gladbach. Natürlich, man hat es gemerkt, ne? Genau. Gladbach, Paderborn. Gladbach, Paderborn, das sind schon Stationen, wo er war. Das ist schon heftig aktuell vereinslos, ne? Vereinslos. Da müssen wir gucken, dass wir was hinkriegen jetzt zu ihm, ne? Ja. Ja. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das, das für dich gewuppt kriegen. Das kriegt man hin. Eins und das geht. Was denkst du denn, was denkst du noch jetzt? So kannst, was du noch spielen kannst? Meine Leidenschaft ist Fußball und war schon immer Fußball. Ich bin ein. Wenn ich meine Geschichte kurz fassen darf. Ja. Nochmal zurück zu meiner Geschichte. Ich habe einen Kopfschuss überlebt im Alter von 6. Ich wurde im Iran operiert. Sehr, sehr schwierig. Es war für mich haarnah an meiner Wirbelsäule. 99% gelähmt. Aber es war ein Wunder, ich habe überlebt. Im Alter von 10, 11 habe ich gemerkt, dass ich ein Riesentalent im Fußball habe. Habe angefangen, in Deutschland Fußball zu kicken. Und ja, meine Geschichte prägt mich. Ich will unbedingt was aus Fußball machen, damit ich meine Familie und all die Leute, die an mich geglaubt haben, glücklich mache. Komm weiter, Junge. Ja. Kämpf ohne Ende. Auf jeden Fall. Die Plattform hier, ich hoffe, dass jemand das sehen sollte und die Möglichkeit ergeben könnte. Ich glaube, die können sich ja bei dir melden. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat dieses auch sehr emotionale Video gefallen. Wir begleiten natürlich jetzt Armi auf seinem weiteren Weg. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, also versuchen die auf jeden Fall ein Profitraining zu beschaffen, weil ich an dich glaube, weil die Leute hier an dich glauben. Abonniert einfach den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch den Weg von Armi nicht. Haut rein, bis zum nächsten Video. 100%.